Ein umfassendes Angebot an sprachraumweiten Weiterbildungsangeboten scheiterte wahrscheinlich bisher auch an den Partikularinteressen von Kommunalpolitikern. Für die Kreisvolkshochschulen sind die Landräte die wichtigsten Politiker und nicht ein Bundesminister für Bildung oder Digitalisierung. Welches Interesse sollte also einer dieser Kommunalpolitiker daran haben, dass globale Angebote den lokalen Volkshochschulen mit ihren Präsenzangeboten Konkurrenz in Sachen Weiterbildung machen? Volkshochschulen gibt es seit über 100 Jahren. Das Internet gibt es auch schon seit ca. 30 Jahren. Wenn über die Landkreise hinaus gedacht worden wäre, dann müssten längst für den bekannten Anbieter von Weiterbildung, und das sind nun mal im deutschen Sprachraum die Volkshochschulen, da müsste es schon Informations- und Buchungsplattformen geben für Online-Weiterbildung. Und die müssten dann also auch so bedeutend wahrgenommen werden, wie das eben bei der funktionalen und anwenderfreundlichen Booking.com-Plattform für Unterkünfte ist. Es spricht nichts dagegen, dass man mit den Mitteln der Volkshochschule etwas Ähnliches hätte entwickeln können, ist aber nicht geschehen. Mit solchen Fehlleistungen kann unser Land keine Fortschritte bei der Digitalisierung machen. Leistungswillige Trainer, Dozenten und Kursleiter, und da schließe ich mich ein, obwohl ich ja im Alter von 67 schon etwas älter bin, die können ihre Dienste nur erfolgreich anbieten, wenn sie direkt mit den Bildungswilligen in Kontakt treten können, eben über so eine Buchungsplattform. Und da wäre eine genossenschaftliche Organisation der Anbieter von Weiterbildung mit dem Ziel der kostengünstigen Direktvermarktung einschließlich einer Bewertung der Angebote durch den Kunden das Ideale. Erfolgreiche Genossenschaftsmodelle gibt es ja schon lange, zum Beispiel im Bankenbereich bei den Volks- und Raiffeisenbanken, die ja auch gegründet wurden, weil das Kreditangebot damals teuer war und die Wucherer den Menschen, die Kredite benötigten, eine große Gefahr waren. Aber auch bei den Steuerberatern gibt es genossenschaftliche Ideen. Denken wir da an die DATEV-Rechenzentren. Die werden ja auch genossenschaftlich betrieben, weil der einzelne Steuerberater so etwas gar nicht einzeln vorhalten kann. Aber auch im landwirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel bei den Winzern, gibt es Genossenschaften. Der erste spätere Bundespräsident Theodor Heuss, der promovierte im Alter von 21 Jahren mit einer Arbeit im Kontext des genossenschaftlichen Zusammenschlusses von Winzern. Das war wohl im Umland von Heilbronn. Der gemeinsame Auftritt zur Vermarktung eines Produktes oder einer Dienstleistung ist in allen Fällen erfolgsentscheidend. Der Kunde muss sich bei der Suche sofort zurechtfinden und mit wenigen Klicks zum Ziel, das heißt dem passenden Angebot, kommen. Ich habe hier mal ein Formular entwickelt. Da steht noch keine Datenbank hinter, aber die kann man schnell entwickeln, wenn sich da die passenden Entwickler zusammentun und das Ganze eben auch finanziert wird. Schauen wir uns an. Wir haben hier, wie wir das von Suchmaschinen kennen, die Möglichkeit, Stichworte einzugeben. Ich habe daneben ein paar Beispiele geschrieben, beispielsweise was sehr Exotisches, Chinesisch für Führungskräfte. Das heißt, wenn jemand hier als Geschäftsmann in China aktiv werden will, der braucht bestimmte Vokabeln, der braucht auch vielleicht bestimmte Benimmregeln. Die kann man sich aber nicht hier an Volkshochschulkursen aneignen, weil die sind eben nicht auf solche speziellen Dinge eingerichtet, weil sie ja nur den Nahbereich bedienen. Man kann sich natürlich genauso vorstellen, die Office-Anwendungen, die sind leider noch nicht so bekannt, wie es sinnvoll wäre. Selbst Excel kennen die wenigsten in die Tiefe oder auch die Datenbanken, die Basis von allen Internetanwendungen sind kaum bekannt. Oder selbst wenn man an Videokonferenz-Tools und Präsentationen denkt, die hier per Internet über Videokonferenzen eben angeboten werden, das ist sehr schwach. Das haben wir ja festgestellt, als die Lehrer dann von Präsenzunterricht auf Online, auf Homeoffice oder Homeschooling umstellen mussten. Da gibt es viel zu tun. Das kann man eben mit Stichworten auswählen. Und dann ist natürlich auch wichtig, so wie wir es von den Buchungsplattformen in anderen Gebieten, beispielsweise bei den Quartieren kennen, dass wir eine Möglichkeit haben, einzugrenzen. Das, was heute immer noch häufig angeboten wird, das sind Kurse für Neulinge. Da findet man im Nahbereich ja genug, um einen Englischkurs oder
einen Excel-Kurs zu machen. Aber wenn es dann schon um Fortgeschrittene oder um Kompetente geht, die sich noch tiefergehend beschäftigen wollen mit dem Thema, da gibt es fast nichts. Oder bei Gewandten oder Experten, wenn man hier diese 5 Kompetenzstufen mal ins Spiel bringt, da müsste man wahrscheinlich schon deutschlandweit suchen. Und da ist die einzige sinnvolle Möglichkeit, das eben über das Internet zu machen, weil im deutschen Sprachraum mit 100 Millionen Menschen und vielleicht 10%, die wirklich ernsthaft interessiert sind, da findet man eben vielleicht unter 10 Millionen auch den einen oder anderen, der sich für ein sehr seltenes Thema interessiert. Die Unterrichtsmethoden, die sollte man also auch auswählen. Nicht jede Methode gefällt jedem. Wer studiert hat und sich da selbstständig einarbeiten musste, dem gefällt vielleicht selbstorganisiertes Lernen unter Anleitung von Fachleuten. Oder wer fortgeschritten ist, der mag den Workshop, wo das Ende offen ist. Aber wenn man jetzt daran denkt, jemand steigt in ein Thema ein, der ist vielleicht mit einem Lehrvortrag am glücklichsten und in Kombination vielleicht damit Lernen durch Lehren, wenn man im Internet eben mit Gleichgesinnten und mit Menschen, mit denen man sich versteht, auch über Videokonferenzen hinweg, wenn man da solche Unterrichtsmethoden einsetzt. Das Interessanteste, auch für Menschen meines Alters mit vielen Vorkenntnissen in unterschiedlichsten Bereichen, sind sogenannte Initiativen. Diese Form habe ich also hier bisher noch nicht gesehen. Aber das heißt, es gibt Menschen, die einen sehr hohen Level bei der Kompetenzstufe erreicht haben. Aber sie wissen, niemand ist perfekt. Und da könnte man sich über akademische oder über technische oder ingenieurmäßige Nachbarschaftshilfe gegenseitig unterstützen. Ich decke große Bereiche ab, andere decken auch große Bereiche ab, aber das ist nicht deckungsgleich und da kann man sich also gegenseitig unterstützen. Und wenn ich eben mehr Unterstützung brauche, dann kann man das eben nicht als Nachbarschaftshilfe organisieren, sondern eben auch gegen Honorar dieses Know-how erwerben, was andere haben auf sehr hohem Niveau, aber was ich vielleicht auch haben möchte. Das zu den Unterrichtsmethoden, Lehrvortrag ist das, was am häufigsten vorkommt. Die Initiative ist das, was im gesamten Sprachraum vielleicht angemessen ist, um Fachleute zusammenzubringen, um sich gegenseitig zu befruchten, um noch besser zu werden. Bei den Videokonferenzen, die man bei solcher Bildung über das Internet einsetzt, da gibt es ganz unterschiedliche Angebote. Zoom ist wahrscheinlich das bekannteste. Teams ist von Microsoft und eben hauptsächlich für deren Umgebung geeignet. Aber wer wie ich tätig ist und Datenschutzregeln beachten muss im deutschsprachigen Raum, also auch Vorgaben bei geförderter Weiterbildung, der wird vielleicht mit AlphaView glücklich. Es gibt aber noch viele andere. Das kann man hier auswählen. Wer bei Videokonferenzen offen ist für alles, der wählt hier nichts aus. Wer aber sagt, oh, ich kann nur Zoom und will nur Zoom oder nur Teams oder vielleicht AlphaView, weil ich das bei der geförderten Weiterbildung schon kennengelernt habe, der kann das hier ankreuzen, damit man also dann die Auswahl auf das beschränkt, was für einen in Frage kommt. Bei jeder Weiterbildung ist natürlich wichtig, Begleitmaterial bereitzustellen. Eine Videokonferenz ist ja für den synchronen Teil, also für das direkte Gespräch. Aber wir brauchen eben auch Zugriff auf Lernmaterialien und da ist eben eine Lernplattform sehr wichtig. Sei sie nun das bekannte Moodle, was man an den meisten deutschen Hochschulen oder auch an Schulen hat. Aber Teams gibt es ja, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, auch immer häufiger. Man könnte auch auf das leicht zu erlernende WordPress ausweichen oder auf andere Systeme, die hier stehen. Das alles, was hier angeboten wird zum Auswählen oder zum Stichworte eingeben, ist also geeignet, schnell das zu finden, was man sucht. Und das wäre natürlich ideal, wenn das eben populär gemacht würde, sodass jeder im deutschsprachigen Raum weiß, aha, da gibt es ein Portal und da kannst du mal suchen und musst dich nicht mit zig Katalogen von den Kreisvolkshochschulen oder den städtischen Volkshochschulen beschäftigen, wo jeder ein anderes System einsetzt.
buchen wie bei den Urlaubsquartieren bei Booking.com. Das ist das Ziel und das müsste auch möglich sein, vor allen Dingen dann, wenn es da ein kompetentes Entwicklerteam gibt und deren Entwicklung eben auch gefördert würde, was ja sehr überschaubar wäre, wenn man hier an die Milliarden denkt, die man hier für die Digitalisierung der Schulen einsetzen möchte. Das war's. Zum Ende noch die Bitte um Feedback und Anregungen. Was würde hier noch besser gemacht werden können? Was würdet ihr ergänzen? Schreibt das in den Kommentar zum Video oder sendet mir eine E-Mail. Ich danke fürs Zuschauen und bis demnächst auf diesem Kanal.